Guten Abend. Bis ins Jahr 2012 fuhren auf der Linie des RE4 zwischen Ludwigsfeld und Rathenow 3 bis 4 Doppelstockwagen, die mit einer Lok der Baureihe 112 bespannt wurden. Seit Dezember 2012 verkehrt auf diesem Abschnitt die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft, kurz ODEC, mit Doppelstocktriebzügen der Baureihe 445, besser bekannt als Stadler KISS. Du übernimmst nun an einem schönen Sommerabend im Jahr 2011 den letzten RE4 des Tages von Ludwigsfeld Richtung Rathenow. Du bedienst, wie beim RE4 üblich, alle Unterwegshalte. In Berlin Hauptbahnhof wird dich dann ein Kollege ablösen. Es sollte eine ruhige Fahrt für dich werden. Öffne zunächst die Türen und rüste deine Lok auf. Schalte zudem PZB, LZB und SIFA ein. Planmäßige Abfahrtszeit für dich ist in Ludwigsfelde um 21.32 Uhr. Gute Fahrt! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Train Simulator 2018. Ich begrüße euch heute aus Ludwigsfelde mit 112, 118 und wir fahren heute, wie bereits vorgelesen, den RE4 nach Rathenow bis Berlin Hauptbahnhof mit allen Unterwegshalten. Und ja, zunächst rüsten wir die Lok auf und dann sehen wir weiter. Einmal die Tasten vertauscht. Ja, LZB lasse ich aus, weil wir dürfen sowieso nur 160 fahren. Und ich bin nicht so der Fan von der LZB. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal aus. Brauchen sie ja nicht. So, dann hätten wir fertig aufgerüstet und sind eigentlich abfahrbereit. Wäre da nicht das rote Signal da vorne? So wie es aussieht, hat hier den Fernverkehr wieder vorne. Ich bin das Szenario schon ein, zwei Mal gefahren und ich finde es ja, sehr stimmungsvoll. Jetzt gerade das Licht angegangen. Schön mit dem Sonnenuntergang und so. Es sind auch Ansagen drin. Das finde ich immer sehr schön, sehr angenehm zu fahren. Ja, ich fahre heute nochmal mit F3-Monitor hier. Ah, kommt schon hier. Ein Eistee. Oder Eistee. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Na. Wenn es wichtig war, wird es mir wieder einfallen. Ah, genau. Ja, ich fahre heute nochmal mit F3-Monitor hier, weil ich kenne die Strecke jetzt noch nicht so gut mit den ganzen kleinen Halten da. Und mit der 112 muss man doch schon etwas vorausschauend fahren, gerade wenn man mit 160 unterwegs ist. Aufgrund dessen lasse ich das jetzt einfach mal an, weil ich noch keinen anderen Fahrplan habe. So. Da vorne haben wir jetzt Ausfahrt. In 30 Sekunden geht es dann noch los. Mir fällt gerade mal so auf. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen Drucker gekauft. Und ich habe noch einige Tinten da drin. Von dem alten. Also wer Epson-Tintenpatronen braucht, ich hätte noch ein paar günstig zu haben. Auf geht's.
Steigern über Rinz-Elstal und Mustermark. Unser nächster Halt ist dann in Lotze-Birkenrund. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, ich wünsche euch auch eine angenehme Fahrt hier beim Zuschauen. Ich fahre die Rinz-Elstal in letzter Zeit wirklich sehr gerne. Nächste Station Birkengrund. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ja, Halte sind jetzt. Nein, ich bin noch leicht erkältet, aber. Halte sind jetzt noch Großbeeren, Teltow, Berlin-Lichterfelde-Ost, Berlin-Südkreuz, Berlin-Potsdamer Platz und dann Berlin-Hauptbahnhof. Ja, letzte Woche war ja Hamburg-Woche, kann man sagen. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Da muss ich jetzt auch mal zwei Videos schneiden. Ja, es kann sein, dass hier der eine oder andere Zug steht, weil Wagen kommt, nicht geladen bin. Warum auch immer. Und wenn ein Zug nicht fährt, dann verfehlt er die Strecke und fährt den anderen Zug auch manchmal nicht. Das hier zum Beispiel. Das ist, keine Ahnung. Station Großbeeren.
Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Sehr klein diese Rundstücke. TS wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber ja, das würde eigentlich passen. Der TS macht, was er will, ich mache, was ich will. Das passt alles. Ja, ist wirklich schönes Licht so. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Aufnahme auch so rüberkommt. Aber ich versuche das einfach so hinzubekommen, dass man das hier genauso sieht. Feuerfrei. Die Lok ist natürlich jetzt sehr laut mit den Lüftern. Ich hoffe, man versteht mich noch einigermaßen in der Fahrt. Ja, das ist schon gemeint hier, wenn man das 160 km/h hier runterfahren ist. Das ist mal ganz schön in die Eisen gehen. Das mit 3,8 war ich jetzt nicht, wenn man nach dem Signal drin ist. Das habe ich schon ausprobiert, beziehungsweise erfahren müssen.
Teltow ist ja eventuell dem einen oder anderen aus Onsi bekannt. Berlin X10 oder auch das Add-on hier Teltow, weil es ja kostenlos gab im Onsi-Forum. Die 106 UC-Straße. Aber die Schilder kann man jetzt hier nicht lesen, aber hier warten Leute an der Haltestelle. Sehr schön. Und hier der Weg zum Bahnhof. Schnell, wir wollen noch mit. Ich bin letztens auch mit den Twindex Vario mitgefahren, also die hier 446 von Heidelberg zu Frankfurt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also, das sind meiner Meinung nach wirklich klasse Züge, die sind super bequem, super leise. Also, man hört wirklich nichts, absolut gar nichts. Und ja, ich bin wirklich sehr begeistert. Was ich sehr lustig finde in dem, wenn man. Jetzt ist einfach mal Steuerwagen bzw. Triebkopf ist. Der Treppenaufgang, der ist auf der einen Seite ganz links. So, dann geht man so ein paar Stufen hoch und dann hat man sozusagen so einen kleinen Absatz, wo dann ganz links so, so eine schmale Tür zum Führerstand reingeht. Dann geht man so, dreht man sich sozusagen einmal um 180 Grad und geht dann den Rest nach oben. Das sieht sehr lustig aus, weil die Treppe auch so eine Kurve macht. Sieht nicht aus wie ein Zug, aber das hat auch was. Und ansonsten generell der gesamte Zug ist sehr angenehm, sehr hell, sehr freundlich, alles. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Ich hatte den Zug ja vor etwas über einem Jahr in der Testphase oder bei der Testphase erlebt. Halt nur von außen, aber der wurde ja hier bei mir auf der Strecke getestet, wie so viele Züge. Wenn dazu ein Video sehen möchte, der kann gerne mal schauen auf meinem Kanal unter Testfahrt Twindex Vario oder sowas. Dann wird man, werdet ihr da sicherlich was finden. Aber ja, das war schon eine schöne Fahrt, muss man schon sagen. Also da kann ich wirklich nichts sagen. Echt klasse. So fahren, wie ich jetzt hier fahre, so schön langsam in die Bahn vorbei. Das kann man natürlich auch nur machen, wenn man Zeit hat. Wir haben Zeit. Also wir sind fast ja, eine halbe Minute, 40 Sekunden zu früh. Ansonsten muss man da natürlich ein bisschen härter in die Eisen gehen. Später bremsen und stärker bremsen. Ich mache mal den
Lüfter an, sonst brennt uns hier gleich die Lok. Es muss ja nicht sein, dass wir hier mit einer brennenden Lok durch die Gegend fahren. Gut, wird zur Stimmung passen hier, also vom Licht her. Aber okay, das muss nicht sein. Wir wollen dann rankommen in Berlin.
Ja, hier nebenan steht meiner Meinung nach der L3 mit dem Zug. Oh, ja, also ich würde mal sagen, es ist nicht mehr nötig. Aber eigentlich sollte. Ich meine, sind ja erst 11 Jahre oder so. Kollege steht auch schon hier. Das ist der Kollege von Herrnberg, ja.
allerdings sein, wenn die Kontrolluhr endet, dann ist schon ein bisschen nach. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen dann in Kürze Berlin Hauptbahnhof, planmäßig auf Gleis 8. Dort haben Sie Anschluss an den RE3 nach Berlin-Gesundbrunnen. Abfahrtzeit 22.10 Uhr von Gleis 6 an den RE7 nach Bad Belzig über Berlin-Wannsee und Beelitz-Heilstätten. Die Abfahrtzeit 22.14 Uhr von Gleis 14 an den CNL 1258 nach Zürich Hauptbahnhof über Halle, Erfurt, Frankfurt, Main Süd und Mannheim. Die planmäßige Abfahrtzeit 22.14 Uhr von Gleis 1 an die RB14 nach Nauen über Berlin-Charlottenburg und Falkensee. Die Abfahrtzeit 22.37 Uhr von Gleis 13 sowie an den ICE 898 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Dammtor. Die planmäßige Abfahrtzeit 22.58 Uhr von Gleis 6. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Berlin Hauptbahnhof aus- und umsteigen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Video mehr hier aufgenommen. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen, und falls ihr nichts verpassen wollt, gerne auch ein Abo da lassen. Das Ganze ist kostenlos, schadet euch nichts, und darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen, und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Train Simulator 2015 oder auch in anderen Projekten. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.